Wer mich nicht kennt, mein Name ist Anthony Lee. Der Name kommt aus dem Englischen. Und mein Vater war britischer Soldat bei der Rheinarmee. Meine Mutter ist Bückeburgerin, also aus Niedersachsen. Und das Resultat bin ich. Ich bin verheiratet mit einer Frau, habe 3 Kinder, die schon ihr Geschlecht kennen, haben auch schon einen Namen. Und bin sehr militärisch geprägt aufgewachsen. Ich wollte also nur zur Armee. Ich habe einen britischen Pass, deswegen konnte ich überlegen, Bundeswehr oder britische Armee. Und bin natürlich hier zur Schule gegangen, habe mittlere Reife gemacht und habe mich dann unbedingt bei der Bundeswehr bewerben wollen. Meine Eltern haben gesagt, du machst erst eine Ausbildung. Jawohl, Ausbildung gemacht, Kfz-Mechaniker hieß das früher noch. Heute ist es Mechatroniker. Damals hat man noch Sachen repariert, heute tauscht man die einfach nur aus. Das hat mit Nachhaltigkeit auch nichts mehr zu tun. Und ich bin danach dann zur Bundeswehr gegangen, war Panzergrenadier, Unteroffizier und Fallschirmjäger, 8 Jahre lang. Habe dann mich umentschieden, gesagt, machst mal was anderes. Ich hatte eine langjährige Freundin, die hat mich so ein bisschen gepusht, du musst unbedingt nochmal zur Schule gehen. Habe dann mein Fachabi gemacht und habe mich dann, bin ich zu leise? Geht das? Habe dann mein Fachabi gemacht und mich dann bei der Berliner Polizei beworben, in gehobenen Dienst und bin dann tatsächlich dann mit 30 dort noch genommen worden. In Bremen ist man übrigens mit 24 zu alt, das habe ich auch schon gedacht, Donnerwetter. Und auf jeden Fall habe ich es dann geschafft, da noch unterzukommen. Habe dann aber während dieser Zeit meine jetzige Frau kennengelernt aus dem Dorf, wo ich herkomme, mit der war ich im Kindergarten. Die hat Landwirtschaft in Bonn studiert und hat 2010 den Betrieb von ihrem Vater übernommen, reiner Ackerbaubetrieb. Und dann haben wir noch mal 3 Jahre diese Fernbeziehung Berlin-Möllenbeck gemacht und somit bin ich dann 2010 dort eingestiegen, habe 2012 die Ausbildung zum Landwirt nachgeholt, bin staatlich geprüfter Landwirt und das Haifischbecken-Landwirt ist schon so ein Ding für sich. Der Bauer an sich ist ja schon so ein bisschen anders, ne, sag ich mal. Noch schlimmer als der Handwerker, ne? Naja, auf jeden Fall. Und ich hab wirklich, ich liebe diesen Beruf, weil du siehst dort jeden Tag ein Resultat deiner Arbeit. Und das ist einfach, was du als Nicht-Landwirt, obwohl ich vom Dorf kam, nie so wahrgenommen hast. Du lebst wirklich vom Wetter, du hast natürlich ein Fachwissen, was du einbringen kannst. Du kannst ein guter Bauer sein, ein schlechter Bauer sein, aber grundsätzlich hängt natürlich unheimlich viel von den Witterungen ab. Und das war mir vorher gar nicht so klar, dass du jeden Tag auf die Regen-App guckst und so und bist dann dankbar, weil du das ganze Jahr investierst für diesen einen Moment, die Ernte. Also so ist es bei uns im Ackerbau. Und das Problem, das kam erst so, was die Landwirte haben, das kam erst so mit der Zeit. Ich habe gesagt, wir haben ja einen Bauernverband, der macht das schon alles und sowas. Ne? Und dann habe ich immer so festgestellt, dieses Bauernbashing, was der eine oder andere von Ihnen wahrscheinlich schon mal gehört hat. Und dann geht das so los, Bauern sind Umweltvergifter, Grundwasserverseucher, Tierquäler und sowas, wo ich immer denke, wo sind denn die Bauern? Die habe ich in der ganzen Zeit noch nicht kennengelernt. Und inzwischen hatte ich dann welche kennengelernt. Man hat mich dann gefragt, willst du bei uns mal Sprecher werden für Landwirtschaft verbindet, also LSV, das sind diese Trecker-Demos, die haben sich 2019 gegründet. Wir sind dann mit 15.000 Treckern nach Berlin gefahren und da hat die Politik tatsächlich Angst gehabt. Das weiß ich aus den Gesprächen. Die haben echt gestaunt, die haben gesagt, oh Donnerwetter, das ist natürlich jetzt schlecht, ne? Wenn die Bauern jetzt so, die haben eine Macht. Und das war auch dann so, dass sie Gespräche angeboten haben und all sowas. Und ich war dann halt von Anfang an so mehr oder weniger mit dabei bei diesen Gesprächen zwischen Politik. Wir sind dann wirklich 3 Jahre lang fast jetzt in Landtage, in Bundestag ein und aus, haben eigentlich mit jeder Partei inbrünstig gesprochen, haben Demos gemacht und so weiter. Aber politisch gesehen ist alles noch viel, viel schlimmer geworden. Und ich möchte jetzt einfach mal so 4 Eckpunkte nennen, die muss jeder Bürger jetzt auch mal wissen, warum die Bauern gerade so unzufrieden sind und warum sie auf die Straße gehen. Das fing 2012 an. 2012 musste jedes Land in der EU Grundwasserwerte nach Brüssel melden. Also da ging es um Nitrat. Die Bundesrepublik Deutschland war das einzige Land in der EU, was tatsächlich nur die Höchstwerte gemeldet hat und nicht die Durchschnittswerte, wie alle anderen Länder. So, und dann hat Brüssel natürlich gesagt, Donnerwetter, Deutschland, ihr seid aber echt schlecht. Also euch müssen wir erstmal ein bisschen sanktionieren und ihr müsst mal ordentlich Druck machen. Dann kamen 3 Düngeverordnungen, das heißt, wir durften dann immer weniger düngen. Grundsätzlich bin ich dafür, dass jeder Landwirt natürlich nur pflanzenbedarfsgerecht düngen soll. Das ist ja klar. Und gerade in der jetzigen Zeit, wo Dünger, da komme ich gleich nochmal drauf, gar nicht bezahlbar ist, ist das natürlich logisch. Ne? Das wissen wir selber. Und
Das Problem ist aber nur, dass wir überall in Deutschland rote Gebiete ausgewiesen bekommen haben. Rote Gebiete, das sind wirklich, das war, bei uns in Niedersachsen sind das, das ist natürlich ganz klar, das kommt, das schwankt immer so. Das waren mal 30%, 38%, in manchen Bundesländern waren es dann nur 10%, das wird jetzt alles nochmal verschärft. Irgendwie kommen wir dann wahrscheinlich auf 50-60% im Bundesdurchschnitt. In diesen roten Gebieten dürfen Sie eine Pflanze nur mit 80% Ihres Bedarfs düngen. Das müssen Sie sich vorstellen, Sie haben, ich weiß nicht, wer Kinder hat hier, Sie haben so Kleinkinder und denen geben Sie immer nur 80% des Tagesbedarfs. Und dann werden Sie feststellen, und dem anderen Kind geben Sie zum Beispiel 100, ne? Bruder, Schwester oder zwei Brüder, ist egal. Und dann werden Sie feststellen irgendwann, Mensch, der eine wächst sehr viel schneller, der eine ist ja gar nicht so oft krank, der ist ja voll agil. Und das ist bei der Pflanze natürlich genauso, ne? Und gerade jetzt auch in trockenen Zeiten, wenn Sie eine Pflanze bedarfsgerecht düngen, das, was sie braucht, bildet sie schnell ein Wurzelwachstum in die Tiefe, um ans Grundwasser ranzukommen, hat eine schöne Blattmasse, Photosynthese, produziert Sauerstoff, speichert CO2. Müssten die Grünen sich normalerweise alle freuen. Ist aber nicht so, weil man hat immer diese mehr, erzählt man jedes Mal, dass wir ein Nitratproblem in Deutschland hätten. Jetzt frage ich Sie allen ernst, sind ja alle hier erfahrene und intelligente Leute, kennen Sie irgendjemanden, der wegen einer Nitratvergiftung schon mal im Krankenhaus war oder gestorben ist sogar? Natürlich nicht. Es ist völliger Irrsinn. In einem Salatkopf sind mehr Nitratwerte drin als in jedem Wasser, was Sie auf der Welt trinken. Also normalerweise müssten Veganer ja eigentlich an einer Nitratvergiftung tot umfallen. Es ist totaler Irrsinn, was hier passiert. Natürlich gibt es Messwerte, das sind 50 Milligramm, die nicht überschritten werden dürfen. Aber die Ursachen davon sind ja nicht die Landwirte. Das mag ja sein, dass das in, ich will ja jetzt keinen heilig sprechen, der vor 20, 30 Jahren mal einfach auf bestimmten Flächen viel zu viel Gülle verklappt hat. Das gab es ja alles. Das ist heutzutage gar nicht mehr möglich. Wir sind so gläsern, wie man nur sein kann. So, und aufgrund dessen haben wir natürlich jetzt Probleme, weil wenn Sie eine Pflanze, nehmen wir jetzt mal nur den Weizen an, weil Weizen ist ja jetzt aufgrund des Ukraine-Konflikts ein ziemlich weitläufiger Begriff, wird ja oft erwähnt, dass wir Probleme haben. Und wir haben in diesem Jahr in Deutschland es nicht geschafft, genug brotbackfähigen Weizen auf diesem Markt selbst zu produzieren, auf den deutschen Markt. Wir müssen also was zukaufen. Das ist das erste Mal. Das liegt unter anderem, und ich behaupte sogar hauptsächlich, wurde sehr scharf kritisiert, als ich Anfang des Jahres bei Tichy war, ich mal eingeladen, habe ich das gesagt. Da haben alle gesagt, wie kannst du so ein Märchen erzählen? Und jetzt sehen wir es ja. Überall nicht genug Protein drin. Wir müssen ungefähr so 12, 12,5% Protein haben im Weizen, damit die Industrie damit backen kann. Ein guter Bäcker, der sein Handwerk versteht, schafft das auch mit 10%, 10,5%. Das geht. Ja? Aber die Industrie hat uns gezwungen, das zu machen. So, das haben wir jetzt nicht mehr geschafft. Das hat aber natürlich auch zur Folge, dass sie natürlich auch viel weniger Ertrag haben. Und das ist ja nicht nur beim Weizen so, das ist bei anderen Früchten ja genau das Gleiche. Und deswegen gehen wir unter anderem auf die Straße. Dann haben wir das nächste Ding, die Europäische Union. Also das unbedingt merken mit den Nitratrichtlinien, das ist alles ein Märchen. Europäische Union, Farm to Fork, beziehungsweise der Green Deal. Der Green Deal ist ja jedem Begriff. Und die Farm-to-Fork-Strategie ist ein Teil des Green Deals, der uns in der Landwirtschaft belastet. Man möchte also, drei Dinge müssen sich da merken, 10% des europäischen Agrarlandes stilllegen, komplett aus der Produktion rausnehmen, 10% Europas. Dann sollen wir 25% auf Bio umstellen, auf Öko. Grundsätzlich muss ich sagen, ich habe nichts gegen Ökobauer, mein Nachbar macht das auch ziemlich gut, ist ein Biobauer der ersten Stunde, hat in den 80er Jahren angefangen. Es gibt einen Markt um die 10% in Deutschland, der pendelt sich da immer so ein. Jetzt bricht der natürlich rapide gerade zusammen aufgrund der Inflationsrate, weil die Menschen es sich leisten können und bücken sich ein Regal tiefer, weil die jetzt andere Probleme haben. Wir haben vorhin über Gas und Strom gesprochen. Herr Özdemir, das ist unser Landwirtschaftsminister, ehemals Kindergärtner, der sagt uns jeden Tag, wir wollen an 30% Bio festhalten. Also der setzt nochmal 5% auf den Green Deal obendrauf, auf die Farm-to-Fork-Strategie. Und Frau Künast hat das damals auch schon gemacht, als sie Landwirtschaftsministerin war. Sie wollte 20%, hat sie auch nicht geschafft. Herr Özdemir, mach nochmal oben 10% drauf. Und ich war mal bei den Grünen dabei in Niedersachsen, bei dem Vorsitzenden bei uns. Das ist alles kein Witz, was ich hier erzähle. Da ging es bei uns, der NABU wollte eine Petition starten und dann saßen wir mit den Grünen da zusammen und haben die gesagt, wir wollen auch 30%. Da haben wir gesagt, da sage ich mit drei Berufskollegen von mir aus Niedersachsen, haben wir gesagt, das geht nicht, das ist zu viel. Ja, was wollen wir denn machen? Ja, dann machen wir 25%. Also es ist kein Witz, also es ist wie würfeln. Das hat mit Fachlichkeit, mit irgendeiner Expertise gar nichts mehr zu tun. Überhaupt nichts. Und das ist das Problem.
wenn, und wir haben ja auch hier vorhin über Corona gesprochen, wenn Wirtschaft oder beziehungsweise Wissenschaft und dann die Menschen, die das umsetzen müssen, und das Ganze nicht mehr konträr ist. Das ist bei uns in der Landwirtschaft ein Irrsinn, weil wir völlig von Ideologen regiert werden. Und das sehen Sie einfach daran, wenn Sie gucken, wie das Ministerium besetzt ist. Ja, Herr Özdemir hat reine NGOs vom BUND dort sitzen mit einer Ophelia Nick als Staatssekretärin, als Parlamentarische und Frau Bender. Die kennen, da haben Sie auch keinen Zugriff mehr drauf. Ich stand mit Frau Bender vor 4 Wochen, haben wir die erste Demo gemacht in Bonn vom Ministerium auf der Bühne. Die hat uns allen ernst erzählt, 500 Landwirte da. Ich stehe mit der auf der Bühne, ich frage Frau, warum halten Sie an diesem Bio-Ding fest? Das ist doch nicht zeitgemäß. Bei uns stehen die Landwirte Schlange im Ministerium, um auf Bio umzustellen. Was meinen Sie, was für ein Gelächter da war? Das ist überhaupt nicht zeitgemäß. Die Landwirte, die auf Bio umgestellt haben, wollen wieder zurückgehen. Wenn Sie jetzt ein Biolandwirt sind, der Milchbauer sind, Sie kriegen für die Biomilch aktuell weniger als der konventionelle. Es kauft keiner. Ich kenne jemanden, der seine Bio-Eier nicht los wird, der verschenkt die gerade. So irre ist es. Wir brauchen die Planwirtschaft. Ja, das ist ja anscheinend gewollt. Ich weiß es nicht. Und das Problem ist doch einfach, wir sehen, dass wir global viel zu wenig Erträge haben, viel zu wenig Weizen haben. Ich als Ackerbauer, ich möchte mich jetzt auf diesen Weizen mal festlegen. Wir haben natürlich auch Probleme, wir haben bei Obst und Gemüse in Deutschland einen Selbstversorgungsgrad von nicht mal 30%. Ja, aber ja, angeblich haben wir überall eine Überproduktion. Und wenn Sie da stehen, auch mit der Frau Bender wieder oben gestanden, wie kommen Sie auf diese Zahlen? Das sind Zahlen aus 2019. Seitdem hatten wir Corona, seitdem haben wir den Ukraine-Krieg. Es ist nichts da. Und Sie haben einen Minister, der Ihnen sagt, es ging um die 4% Stilllegung, diese ökologischen Vorrangflächen, haben Sie wahrscheinlich auch mal gehört. Da gab es ein Theater, dass er diese 4% aussetzt, dass wir diese 4% jetzt nicht stilllegen müssen. Das soll erst im nächsten Jahr kommen. Ist auch purer Schwachsinn, dass das überhaupt kommt. In diesen Zeiten vor allem. Aber davon, dass sie auch keinen ökologischen Nutzen haben. Also, dass Sie mich nicht falsch verstehen. Ich möchte nicht, wie Herr Özdemir mir sagt, in ein Rollback. Wir wollen immer in die alte Zeit zurück. Das ist totaler Blödsinn. Wir wollen und wir können Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft verbinden. Wir können Ökologie und Ökonomie wunderbar miteinander vereinbaren. Das ist überhaupt kein Problem. Wir brauchen nur qualifizierten Naturschutz. Was bringt es denn, wenn ich 4% auf dem Papier stehen, 4% stillgelegt? Das bringt doch dem Artenschutz nichts. Ich muss doch einen Plan haben, wie das aussehen soll. Ich muss mich doch mit meinem Nachbarn absprechen oder in der Gemeinde wenigstens absprechen. Lasst uns die Biotope miteinander vernetzen, dass wir so einen Biotopvernetzbund schaffen. Da müssen Fachleute hin, dass das auch Sinn und Verstand hat. Ich kann ja rein theoretisch auf dem Papier, wenn ich einen Betrieb in Niedersachsen habe und im Osten habe, kann ich einfach 4% im Osten irgendwo stilllegen. Was soll denn das für einen Sinn haben? Da kommen Sie nicht weiter. Die sind so, wie soll ich das jetzt nett sagen? Manchmal fehlen mir auch so ein bisschen die diplomatischen Wörter. Ne? Ideologisch bohren. Ja, das sind wirklich Gehirnfürze, die wir da ertragen müssen. Jeden Tag aufs Neue. Und das ist auch so, Sie müssen sich vorstellen, als Landwirt müsste ich ja ein Jahr im Voraus denken. Ich muss ja jetzt schon das Saatgut kaufen für nächstes Jahr. Ich muss jetzt schon eine Planung machen. Wie lege ich die Flächen an? Und wir werden beraten, jeder Landwirt wird in seinen Bundesländern beraten von den Landwirtschaftskammern. Die Fachleute, die da sitzen, wissen selber nicht, was nächstes Jahr Tacheles ist. Die wissen das gar nicht. Es gibt keine Planungssicherheit. Die Frage ist, warum habt ihr dann diese Kammer? Ja, ich sag mal, bevor wir solche Menschen im Ministerien hatten, hat das alles wunderbar funktioniert. Nur wir haben jetzt Menschen, die der Verantwortung sich nicht bewusst sind, und einfach keine Entscheidung treffen. Die warten ja selbst auf die Entscheidung. Und politische Gremien müssen halt sich jetzt mal zusammensetzen und auch mal langfristig planen. Beziehungsweise es wird eine kurzfristig schon mal ausreichen. Jetzt möchte ich noch einmal ganz kurz zurück auf den Green Deal, damit ich nicht zu sehr hinterher springe. Also das war, wie gesagt, 25% auf Öko in Europa, 10% stilllegen. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Wir sollen auf 50% unserer Pflanzenschutzmittel verzichten. Die Pestizide, die man so schön sagt im Volksmund. Diese Pestizide, ja, diese Pflanzenschutzmittel sind essentiell. Die sind dafür verantwortlich, dass wir überhaupt so viele Menschen auf diesem Planeten haben. Sonst hätten wir die überhaupt nicht. Sie müssen sich das vorstellen, wenn ich 50%, und bei uns wurden ja in den letzten Jahren schon so viele Mittel verboten, was grundsätzlich ja auch nicht verkehrt ist. Da sieht man also, dass wir
auch wirklich Gremien haben, die das kontrollieren und auch entsprechend dann abschaffen, wenn die gesundheitsgefährdend sind. Das kritisiere ich nicht. Nur es ist selbst innerhalb der Europäischen Union so, dass in Frankreich, in Polen, in Dänemark, in Holland Mittel erlaubt sind, die bei uns schon lange verboten sind. Ich bin Zuckerrübenanbauer, ich sehe das in den Zuckerrübenanbau, Neonicotinoide. Das ist ein Beizmittel, was um die kleine Pille rumkommt und die schützt diese Pflanze vor Ungeziefer, die dann ein Virus übertragen. Und Sie wissen ja selber, wenn die von einer Pflanze zur anderen fliegen, wird dieser Virus übertragen und dann haben sie teilweise einen Totalausfall. Und das können sich diese Menschen, die diese Gesetze machen, ja überhaupt nicht vorstellen, was das heißt, mal eine Missernte zu haben. Wir hatten dieses Jahr erstmalig auf Sizilien seit Jahrzehnten eine Heuschreckenplage. Und das wird ja auf uns zukommen, im ganz großen Stil. Stichwort Sri Lanka. 2019 gab es bei der Wahl in Sri Lanka einen Präsidenten, der gesagt hat, wir werden zu 100% unsere Landwirtschaft, naja, so ganz bio war es nicht, aber wir werden dort mineralischen Dünger, also Kunstdüngerverzicht befehlen, anders kann ich ja gar nicht sagen, und Pflanzenschutz. Das ist also schon fast bio. Folge ist, das haben Sie in unseren Medien leider nicht so erfahren, ich habe das in anderen Medien, ich bin ja, wie gesagt, britischer Staatsbürger, verfolge auch BBC oder Sky News, da wurde das ganz klar gesagt, aufgrund dieses Wahnsinns, dass die Landwirtschaft dort komplett umgestellt hat, hatten die Missernte auf Missernte, Hungersnöte auf Hungersnöte und jetzt haben Sie den Umsturz auf Sri Lanka gesehen und die Folgen sind natürlich dort, dass Menschen extrem leiden und die Wirtschaft da gerade den Bach runtergeht. So, und wenn Sie hier bei uns in Europa 50% der Pflanzenschutzmittel einsparen müssen, ist es ungefähr so, als ob Sie zum Arzt gehen, Sie sind schwer krank und der Arzt darf Sie nur mit 50% seiner Medikamente behandeln. Das ist vielleicht nicht ganz der gleiche Vergleich, aber mir geht es darum, wenn Sie ein Antibiotika nehmen, müssen Sie es auch zu Ende nehmen. Ja, und sonst haben Sie Resistenzen. Und wir haben jetzt eh schon Probleme mit Resistenzen bei uns im Getreide oder grundsätzlich in unseren Früchten. Und die sind eh schon schwer zu bekämpfen. Wir machen das schon wirklich mit Beratung. Wir sind alle Fachleute. Und das nervt mich ja auch so in der ganzen Diskussion. Wenn Herr Özdemir mir oder andere immer erzählen, ihr müsst dies, ihr müsst dies, ihr müsst jenes. Wir sind alle staatlich ausgebildet. Ich, meine ganzen Berufskollegen, kommen von Unis. Weltweit sucht unsere Ausbildungsstand seinesgleichen. Ich komme ja kurz vor den Toren von Hannover. Wir haben alle 2 Jahre die größte Agrarmesse der Welt, die Agritechnica. Und da haben wir bei uns auf dem Hof ein kleines Hotel und dann sitzt da manchmal morgens ein Texaner, dann sitzt einer aus Saudi-Arabien, Australien da. Und die kommen hierher und bewundern uns nach unserem Know-how. Jetzt komme ich, wie gesagt, aus Niedersachsen. Wir haben bei uns unter anderem in Niedersachsen als größtes Agrarland in Deutschland eine Wirtschaftsmacht. Also es wird so verkannt. Ich denke manchmal, wenn man über Landwirtschaft spricht oder Bauern spricht, dann denken die immer an Bauer sucht Frau. Es heißt Landwirtschaft. Wir stellen die meisten Arbeitsplätze in diesem Land. Wir haben einen Mittelstand. Wir haben Landwirtschaftshändler, die Maschinen herstellen, die weltweit ihresgleichen suchen. Die gehen in alle Welt raus. Und wir schaffen uns hier in der Landwirtschaft gerade so dermaßen ab. Jeden Tag machen Dutzende Betriebe hier die Bude zu. Jeden Tag machen allein 6 Milchviehbetriebe die Bude zu, obwohl wir gerade einen Preis haben von 60 Cent. Das ist für den Bauern, das ist viel. Wir kommen von irgendwie um die 32 Cent. Ja? Aber selbst damit kann er nicht leben, weil bei uns ist natürlich auch alles gestiegen. Ja, auch Mindestlohn, 12 Euro, der gilt ja ab heute. Ich gönne jedem das Geld. Das ist nur halt dummerweise ein Problem, wenn sie irgendwie im Gemüseanbau oder Spargelanbau tätig sind. Weil sie müssen ja dann, wenn sie beispielsweise Heidelbeeren oder sowas machen oder Himbeeren, müssen sie mit dem Spanier konkurrieren, der sich einfach, überspitzt gesagt jetzt, einen Flüchtling schnappt, der übers Mittelmeer kommt und dafür 1 Euro am Tag einsetzt. Oder sie müssen mit den Marokkaner konkurrieren. Wie soll das gehen? Und dann haben wir ich kann es nicht anders sagen, ein Feind, weil ein Partner ist es nicht, mit dem riesigen Oligopol, den Lebensmitteleinzelhandel. Edeka, Aldi, Lidl und Co. Diese ehrenwerten Geschäftsleute, die sie ja so gerne sein möchten, der Kolonialwarenhändler Edeka als mein allerbester Freund, die machen uns jeden Tag nackig. Und jetzt war ich auch so entsetzt, als ich in die Landwirtschaft reinkam, wie kann das sein, dass wir das einzige Handwerk sind, was an unser Produkt keine Rechnung ranschreiben kann, beziehungsweise dem keinen Wert geben kann. Wo ist denn da die Wertschöpfung? Die gibt es ja gar nicht bei uns.
Markus, du kannst, ne, du gehst hin, ja, ich pinselst ein bisschen das. Und schreibst eine Riesenrechnung. Kenne ich von meinem Maler auch. So, aber bei uns nicht. Wir müssen das nehmen, was unser Gegenüber uns gibt. Friss oder stirb. Und in diesem Jahr haben die das ganz schlau gemacht. Gerade auch was Spargel angeht, Erdbeeren angeht. Der eine oder andere hat es gesehen, dass Erdbeerbauern dann einfach die Flächen abgemulcht haben, weil sie gesagt haben, es lohnt sich für mich nicht, das bestellte Feld, wo perfekte Erdbeeren dran waren, es lohnte sich für ihn nicht, das zu ernten, sondern er hat es lieber abgemulcht und dann nochmal Mais hingesät. So verrückt ist das gerade hier. Weil der Lebensmitteleinzelhandel gesagt hat, ey, ich kriege die gerade viel günstiger aus Spanien oder aus Marokko oder aus der Türkei. Wir haben zum Beispiel ganz viele Kirschen aus der Türkei bekommen in diesem Jahr. Wo ich immer denke, wir reden hier von morgens bis abends, gerade die Grünen, von Nachhaltigkeit und wir müssen kurze Wege, CO2, regional und all diesen ganzen Bums, den ich mir seit 2 Jahren schon anhöre und es hängt mir zum Hals raus. Und jetzt hast du auch entsprechende Grüne dort sitzen, ja, und hört sie mir, der traut sich ja noch nicht mal, zusammen sich mit Österreich und Spanien und anderen Ländern zusammenzuschließen, die das schon längst gemacht haben, dass man ein Gesetz herausbringt, dass man keine Waren verkaufen kann, unterhalb dem Preis der Erzeugung. Selbst das macht er nicht. Und andere Länder machen es vor. Wie geht denn sowas? Diese Doppelmoral, die auch gerade jetzt wieder vorherrscht, die ist widerlich. Und wie gesagt, die schafft uns hier ab. Und dann haben wir dann auch, das muss ich leider auch mal so sagen, auch nochmal einen, ich will den nicht als Feind sagen, weil das ist jetzt ein bisschen gemein, aber wir haben dummerweise auch eine Medienwelt, die es geschafft hat, was ich eingangs gesagt habe, uns als Klimasünder Number One hinzustellen oder als Trinkwasserverseucher. Vor 2 Wochen hatten wir einen Eckart von Hirschhausen in Unwissenheit vor 8. Kennen Sie die Sendung? Unglaublich. Der sich da hinstellt, er war ja vorher schon Corona-Experte. Da haben wir auch schon gewundert, wie geht das denn? Dann ist er Komödiant, gut, lässt sich drüber streiten, gucke ich nie, fürchterlich. Dann ist er Kinderdompteur, weil er irgendwas mit Kindern ist. Alles gut, darum geht es mir gar nicht. Aber dass er sich jetzt als Landwirtschaftsexperte hinstellt, und dann die Kuh, unsere Weidetierhaltung, so durch den Kakao zieht und dann erzählt, dass eine Kuh für das Klima verantwortlich, also für die Klimaveränderung verantwortlich ist, dann frage ich mich allen Ernstes, ist bei dem irgendwas nicht in Ordnung? Weil die Kuh pupst ja so viel. Jetzt frage ich mich allen Ernstes, wie kann das denn sein, wenn wir dann jetzt Abkommen abschließen, CETA-Abkommen mit Kanada, ist letzte Woche erst durch den Bundesrat gegangen, mit Südamerika, Mercosur, ist immer noch im Wabern, kommt sicherlich auch. Dann haben wir ein Abkommen mit Neuseeland abgeschlossen. Ich war schon 3-mal in Neuseeland, 24 Stunden netto Flugzeit, also gleich um die Ecke, regional. Und wir importieren nur aus Kanada jetzt zusätzlich nochmal 125.000 Tonnen Fleisch pro Jahr. Ich frage mich, pupsen die Kühe dort anders? Haben die einen Filter hinten dran? Also es ist abenteuerlich, weil Sie müssen wissen, Methan ist ein giftiges Gas. Das baut sich aber nach 10 Jahren ab. Und das nennt sich biogener Kreislauf. Das ist schon immer da gewesen. Und das baut sich von alleine ab. Also wir hatten ja, bevor wir Menschen hatten, hatten wir schon Rindviecher hier rumlaufen. Ja? Jetzt haben wir noch mehr rumlaufen, aber meistens in Berlin. Aber dennoch, das ist alles, das ist ein Kreislauf. 97% sind schon längst da, der Treibhausgase. Was ein Problem ist, da haben wir vorhin schon drüber gesprochen, ist zum Beispiel Fracken. Bei Fracken entsteht unheimlich viel Methan. Das ist dieses tolle Gas, was wir gerade am teuersten überhaupt einkaufen, vom Yankee und hierher holen. Das sind die 3%, die dann jetzt nicht dazugehören. Also die Doppelmoral, die ist unfassbar. Und mir geht es einfach nur darum, wir sehen es, das, was wir in der Landwirtschaft durchmachen, seit 2-3 Jahren schon, eigentlich schon viel länger, aber seit 2-3 Jahren, wo ich dabei bin, an der vordersten Front, das kriegen jetzt andere Wirtschaftszweige auch zu spüren. Und ich kann alle nur warnen. Also wir müssen was machen, bevor es zu spät ist. Ich sag's euch. Die wollen uns an den Kragen. Die wollen hier alles runterfahren. Das ist wirklich nur so ein ganz kleiner Ablauf. Ich habe wahrscheinlich jetzt 1000 Dinge, die ich noch sagen kann. Aber mir geht es darum, da einfach zu verstehen. Es kann doch nirgendwo besser sein, wenn wir es hier vor der Haustür machen und ich warne nur davor, dass wir jetzt halt die Versorgungssicherheit von dem essentiellsten Gut, was wir alle brauchen. Wir können mal eine Stunde auf Strom verzichten, wir können auch mal ein bisschen frieren, das geht alles, aber auf Hunger, also auf Essen
und dann Hunger schieben. Das, wahrscheinlich müssten wir das erstmal wieder 2-3 Wochen machen, dann wüssten wieder alle, was normal ist. Aber das Problem ist einfach nur, wenn alle Bauern hier sterben oder wir so viele nicht mehr da haben, dann haben wir ein Problem. Weil dieses Know-how, das wird nie wieder kommen und wir werden hier drangsaliert von Ideologen. Das geht mit einem Wolf los. Ich könnte hier über einen Wolf was erzählen. Das ist den meisten überhaupt nicht klar. Wir haben allein in Brandenburg mehr Wölfe als in ganz Schweden. Wir haben jeden Tag Dutzende Übergriffe auf Weidetierhaltung. Frau von der Leyen hat ja jetzt mal gesehen, was das heißt, wenn ein Wolf bei ihr zu Hause vorbeikommt, das Pony mal wegschlingert. Und vor allem das Schlimmste ist ja, wir haben auch gar keinen Deichschutz mehr. Ja, also wir reden hier von Gefahrenabwehr von Leib und Leben. Weil wir haben keine Weidetiere, also gerade auch Schafhalter, die mal sich wirklich an den Deich begeben und diesen Deich schützen. Wer soll das machen? Ich begreife das nicht, dass Politik da nicht handelt. Ich habe jetzt zwar gehört, dass die Union da jetzt auch mal eine klare Regulierung haben will, aber das ist alles schon viel zu spät. Wir reden nicht mehr von Regulierung, wir müssen den konsequent bejagen. 400 Stück in Deutschland, Feierabend, das war's. Wir werden bei 2028, werden wir an die 27.000 Wölfe in Deutschland haben. Das muss man sich mal vorstellen, was das heißt. Das gibt's überhaupt nicht. Und wie gesagt, ich bin jetzt mal auf ein paar Fragen, weil ich habe sicherlich was vergessen, das fällt mir dann gleich ein, aber mir ist es wichtig, dass Sie nach draußen gehen und auch diesen Beruf der Landwirtschaft, diesen Berufsstand, der uns ernährt, seit Jahrhunderten und für Frieden und Wohlstand sorgt, den auch mal verteidigen vor diesem ganzen Schwachsinn, den wir jeden Tag überwiegend auch von der links-grünen Seite uns anhören müssen. Vielen Dank. Anthony, ganz, ganz kurze Frage. Wir haben ja in einem anderen Format schon mal zusammengesessen. Wo sind eure Bauernverbände? Oder hast du, wie ich, sage ich mal, im Handwerk, sind unsere Handwerkskammer, ist ja unser Verband sozusagen, auch das Gefühl, dass das politisch unterwandert wird? Ja, ja. Das heißt, die Proteste, die du auf die Straße gebracht hast, habt ihr selbst ohne eure Verbände auf die Straße gebracht? Nein, das kann man so auch nicht sagen. Der Fisch stinkt immer vom Kopf her und auf Landesebene läuft das gut. Vor allem läuft das gut. Also da gibt es wirklich Leute, die auch uns unterstützen, der Bauernverband, bei uns heißt das Landvolk in Niedersachsen. Da sind wirklich gute Leute dabei, die uns finanziell unterstützen. Und wir haben jetzt auch gesagt, wir müssen im Herbst nach Brüssel. Das hat aber selbst der Bauernverband gesagt. Ich war vor ein paar Wochen noch so ein bisschen euphorisch, weil Herr Ruckwi, das ist unser Bauernpräsident, ja tatsächlich, also als er von Brüssel sprach, von großen Glaspalästen gesprochen hat und dass die Leute, die dort sitzen, den Schuss nicht mehr gehört haben. Also das war schon für seine Verhältnisse sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, wer ihn jetzt wieder gebremst hat, weil seit Wochen habe ich nichts gehört. Es ist nichts besser geworden, es ist eher schlimmer geworden. Ich habe einen riesigen Punkt vergessen. Ich habe ja diese roten Gebiete erwähnt. Das muss ich jetzt nochmal sagen, weil das ist ganz wichtig. Sie kennen ja alle Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Vogelschutzgebiete, Artenschutzgebiete und sowas. Die mussten jetzt vor ungefähr 4 Wochen ebenfalls nach Brüssel gemeldet werden, Schutzgebiete. Und jetzt kommt der Hammer. Also dass das noch gar nicht so richtig in den Medien rüberkommt, wundert mich so ein bisschen. Man hat es in unseren Ministerien nicht geschafft, korrekt aus dem Englischen ins Deutsch zu übersetzen. Dort stand sinngemäß folgende Schutzgebiete, also all areas, bla bla bla, as following, must. So, und da hat man bei uns übersetzt, alle folgenden Schutzgebiete können. Also das war ein verpflichtendes, eine verpflichtende Aufforderung, alle folgenden Gebiete in sensible Gebiete umzuwandeln. Frankreich, das sieht man auf Karten wunderbar, was sie gemeldet haben, Frankreich hat seine großen Nationalparks gemeldet, irgendwie so 10 Stück oder sowas, und alles andere ist dann grün. Da kann Landwirtschaft normal folgen. Deutschland hat alle Schutzgebiete, auch Landschaftsschutzgebiete gemeldet. Das heißt, wir reden hier von einer Kulisse von an die 60% der Bundesrepublik, wo dann gar kein Pflanzenschutz mehr eingesetzt werden darf. Nein, ich korrigiere, keine Pestizide mehr eingesetzt werden dürfen. Und jetzt, du hast mich nämlich gerade als Maler drauf gebracht, jetzt ist nämlich das Handwerk auch betroffen. Das heißt also, deine Lacke oder deine, was weiß ich, was du einsetzt, irgendwas Giftiges, bestimmt ganz viel. Alles umweltfreundlich. Ja, 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 ist klar. Aber auch das Baugewerbe ist dann auch betroffen. Aber auch die Kommunen und Städte bei der Bekämpfung von Eichenprozessionsspinner oder aber von, was gibt es denn noch, Borkenkäfer, genau das Gleiche, ist dann vorbei.
Das müssen Sie sich mal vorstellen. Und jetzt kommt es. Und dann stehe ich da oben auf der Bühne bei Frau Bender, bei der Staatssekretärin Bonn. Da sagt sie, ja, über die Landschaftsschutzgebiete können wir nochmal melden. Reden. Vorgestern sehe ich Herr Özdemir, da weichen wir nicht von ab. Also da siehst du mal, was die hier gerade passiert. Die Frage ist, hältst du es für Inkompetenz oder für Vorsatz? Vorsatz. Na klar. Weil wir es denen ja mehrfach erklärt haben. Also ich erzähle jetzt kein Bild. Wir waren ja, ich weiß gar nicht, wie oft wir in Berlin waren. Ja, also, aber Inkompetenz kann ja auch bedeuten, dass sie es nicht kapiert haben, was ihr ihnen erklärt habt. Ja. Ja, aber nein, du, da gibt es nichts. Ich sag dir, das ist pure Absicht. Man will, und Herr Fleischhauer hat es ja vorhin gesagt, wenn ich die Chefin der Taz sehe, ich habe das ja auch, das Video mal auseinandergenommen, es ist ja fabelhaft, Frau Herrmann, die meinen das so. Die wollen in einem Bullerbü, die wollen, dass wir wieder mit Ochsen und Einscharflug losfahren. Ja, also das können wir alles gerne machen. Also den Menschen ist da draußen aber auch, und ich behaupte mal, Ihnen ist das auch nicht klar, was das heißt, Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz zu machen. Das ist ein Irrsinn par excellence. Und wie gesagt, es ist in diesen Zeiten, in denen wir leben, wo wir gerade hungernde Menschen haben, wo Herr Guterres von einem Tsunami von Hunger spricht, vor den Toren von Europas, in den Maghreb-Staaten. Ja, und machen wir uns mal nichts vor. All der Weizen, der aus der Schwarzmeerregion jetzt gerade rausschippert, das hat Putin gestern gesagt, 5% davon gehen nach Afrika. Und er hat recht, das stand nämlich im Spiegel vor 2 Wochen. Also das ist die Wahrheit. Das meiste kommt nach Europa. Frankreich, England, Irland sind die ersten Schiffe hingefahren. Das ist die Wahrheit. So, und wenn wir dann die Dekadenz besitzen und, ja, das ist schon asoziales Verhalten, dass wir hier beste Böden stilllegen. Wir reden hier nicht von irgendwas, wir reden hier von besten Agrarstandorten, die stilllegen. Und im Sinne des Klimaschutzes, und das ist ja der Wahnsinn schlechthin, wenn ich hier bei mir 1 Hektar stilllege, muss selbst der Ukrainer das mit dem Faktor 3 bis 4 kompensieren. Weil wir es halt viel effizienter, effektiver machen. Bei uns ist doch alles satellitengesteuert. Alle unsere Schlepper sind satellitengesteuert. Auf einen Zentimeter genau fahren die. Wir sparen mehr Saatgut ein, mehr Dünger ein als alle anderen. Wir haben in Niedersachsen seit 2017 34% Stickstoffdünger eingespart. Das musst du dir mal, was das für eine Leistung ist. Davon hörst du gar nichts. Im Gegenteil. Mehr, mehr, mehr. So, und was soll denn fürs Klima gewonnen sein, wenn Herr Bolsonaro jetzt anfängt, und das macht er, Weizen anzubauen? Er brennt die Lunge der Erde ab. Da muss doch normalerweise jeder von Fridays for Future bei Herrn Özdemir drin stehen im Büro und in die Tür eintreten und sagen, spinnst du? Das ist doch die logische Folge daraus. Und noch mal ein Ding, dann bin ich fertig. Wenn wir die Weidetierhaltung ja abschaffen und wir hören immer, 60% des Getreides landen im Futtertrog. Das hat ja der eine oder andere schon mal gehört. Was für ein Blödsinn. Das ist so ein Schwachsinn. Ich habe ja gerade erzählt, aufgrund der schwachsinnigen Gesetzgebung sind wir gar nicht mehr in die Lage, uns fehlt das Handwerkzeug, brotbackfähigen Weizen überhaupt herzustellen. Aber wir haben ja Standorte in Deutschland, wo man gar keinen Ackerbau betreiben kann. Wie soll ich denn im Allgäu bitte schön Weizen anbauen? Oder im Harz? Oder irgendwo anders, wo es nicht geht, wo ich nur Steine habe? Da kann man keinen Weizen anbauen. Und auch erst recht kein Brotback wegen alles. Das kann man in der Magdeburger Börde, das kann man in Nordwestfalen, Sachsen-Anhalt, überall, in Magdeburg, das geht alles, das ist kein Problem. Da geht das. Aber es gibt genügend Standorte, wo das nicht geht. Und da muss man doch froh sein, dass man die Weidetierhaltung hat. Und das ist doch nicht verschwendet. Man tut ja so, als ob man, wenn man was in Trog reinschmeißt, dass man das im Mülleimer reinschmeißt. Ich habe doch dann wirklich, wenn ich eine Kuh habe, eine Milchviehkuh habe, da zehre ich doch Energie raus ohne Ende. Und dann kommt der Eckart von Hirschhausen mal wieder an, mein Freund, und erzählt uns allen Ernstes, dass wir ja viel mehr CO2 in die Luft jagen, um 1 Liter Kuhmilch herzustellen. Und viel besser ist doch die Hafermilch oder Chiwabchichi, weiß ich, was für ein Quatsch heute alles gibt. Ja? Aus Indonesien. Also so ein Blödsinn. Der CO2-Fußabdruck von dem Vieh, von dem Schrott, ist doch unglaublich. Und was er behandelt aber dann nur, er sagt nur, es geht um das Gesamtgewicht des Produkts. Dass ich aber 14.000 Kilojoule da drin habe gegenüber 1.500 Kilojoule, also der Nährwert, ist ja um ein Vielfaches höher. Das ist so unehrlich. Und Ihnen wird Sand in die Augen geschräubt mit so einem Quatsch. Das ist eine Frechheit, was da läuft. Und noch eins zu den Weidetierhaltungen, wenn wir die nicht haben. Wie gesagt, ich zehre ja das ganze Jahr davon. Wenn ich eine Ernte habe als Ackerbauer, ernte ich einmal im Jahr.
Und da muss ich zusehen, dass ich bis zur nächsten Ernte mit klarkomme. Da muss ich haushalten. Aber wenn ich doch Autarkie haben will in Deutschland und wirklich immer was zu futtern haben will, dann muss ich auch mal ein Huhn halten. Da habe ich ein Ei, da habe ich Fleisch, ich habe Milch. Aus der Milch kann ich Käse, Quark, Butter machen. Und ein Schwein, ja, da habe ich dann tatsächlich Fleisch. Das kann ich das ganze Jahr essen. Das ist doch nicht verschwunden, was ich da reinschmeiße. Und wie gesagt, diese Weidetierhaltung, das ist der größte CO2-Speicher, den wir in Deutschland haben auf den Wiesen. Ja, das ist denen allen nicht klar. Die Kulturlandschaft muss doch einer erhalten. Wer soll die erhalten? Er hört sich als Vegetarier, der kann ja da alles abgrasen, das schafft er nicht. Das ist doch totaler Irrsinn, was hier gerade läuft. Und dann kommt der Özdemir noch allen Ernstes an und sagt, wir sollen keinen Kunstdünger. Das ist ja auch gerade aufgrund des hohen Gaspreises, gibt es keinen Dünger. Sie können gerade bieten, was sie wollen. Sie kriegen gar keinen Dünger. Ich habe noch keinen mineralischen Dünger für nächstes Jahr. Ich muss zusehen, dass ich mit meinem Biogasanlagenbetreiber gut klarkomme, den ich jetzt Mais verkaufe. Und ich kriege von den 100% an Mais, die in die Anlage reinfährt, ja, kriege ich 70% flüssig wieder raus und bringe das als Dünger aus. Und muss zusehen, dass ich damit klarkomme, weil es momentan keinen gibt. Und was haben wir denn noch als Folge daraus, dass wir momentan keinen Mineraldünger haben? Wir haben kein CO2. Das heißt, die Brauereien machen reihenweise gerade zu, weil das ein Abfallprodukt ist aus dieser Produktionskette. Jetzt wird's ernst, kein Bier mehr. Ja, das ist kein Witz jetzt. So, und das... Ja, genau. Ohne Bier kein Handwerk. Oder aber die Lebensmittelindustrie macht doch damit erst mit dem CO2, macht die Ware doch erst haltbar. Das ist den Leuten überhaupt nicht klar. AdBlue fällt dabei ab. Gibt's nicht. Ohne AdBlue keine Tankstellen mehr, weil da fährt kein Tankwagen mehr hin, keine LKWs mehr, die Regale befüllen im Supermarkt. Das ist denen nicht klar. Hast du irgendeine Lösung schon mal gehört bisher, wie das passieren soll? Gar nichts dergleichen. Das ist so ein Irrsinn, was ihr abregt gerade. Und wir reden nur über Strom und Gas. Das ist ja alles richtig, aber wir reden nie über das Essentiellste überhaupt. Ja. So, und dann, wenn wir die Tierhaltung halbieren sollen, ich meine, die Tierhaltung wird gerade sowieso von alleine halbiert, weil die Betriebe reihenweise gerade aufgeben. Aber wo soll dann der organische Dünger, also sprich die Scheiße, wo soll die denn herkommen? Ja? Und dann erzählen die hier, ja, wir müssen wieder in Kreislaufwirtschaft denken. Das ist doch unglaublich. Kreislaufwirtschaft gibt es, seitdem es Landwirte gibt. Kuh scheißt, Scheiße auf dem Acker, daraus wächst was, wir fressen das, geben diese Kuh zu fressen und wieder. Das ist der Kreislauf. Und das wird uns hier als der neueste Scheiß gerade verkauft. Ne, ehrlich jetzt. Ihr müsst wieder in Kreislaufwirtschaft. Das klingt alles ganz lustig, aber es ist todernst. Es ist tot. Es geht um Leben und Tod. Wir reden über... Heute Mittag den Begriff katastrophale Situation verwendet. Ich würde vorschlagen, du schreibst die nächste Kolumne im Fokus.